Triple aus Chimpendo, Young No Black Hat Extendo. Ich pull up in einem Lambo. Die Lackfarbe ist Mango. Mir juckt. Oh, A, U, A, U. Das war mehr Glück als Verstand. Oh, A. Ich kann. Oh! Ich will mich amüsieren, Junge, im zweiten Monat Erdapfel, das ist der wichtigste. Ist dir das bewusst, dass der zweite Monat der wichtigste Monat ist, Junge? So, wir spielen es live, BTW. Holy shit, ist da Kohle drin! Setzt mal auf die Karte. Nein, das ist schon alles gut so. Das ist schon so, wie es sein soll. Geht noch. 4 bis 6 Sätze. Hab ich schon größer. Simon, du fährst gleich ins Wasser. Ah! Fährst gleich ins Wasser. Das ist Simon. Du fährst gleich ins Wasser. Du bist so ein Trottel. Smokelado! Digga, er geht schon wieder rein. Junge, was ist heute los? Also los! Ich glaube, ich dreh durch, Alter! So, und jetzt gern alle reinjoinen. Willst du noch ein Bier? Und Puddingpulver gerne dann deine coole Playlist starten uns alle einladen. King Purple Cookie im dritten Monat mit seinem Prime Sub. Ja, Junge! 500 Subs! Was ist denn hier los? Ja, was ist denn los? Wie er grinst. Bro, was, Digga? Alter, quietschi, Mann. Quietschi, Digga. Alter, Bro, was ist denn hier los? Wie kann man so übertreiben, Junge? Alter. Ich lese jetzt alle 50 Namen vor, das ist mir scheißegal, Junge. Baski mit einer 50er Sub-Bomb an die Community. Das macht insgesamt knackige 500 verschenkte Abos auf diesem Arschloch-Kanal. Alter, an Retro-Mausi, LFC King, Tilo, Vini, It's Mikiara, Kinga, LMS, Scopi. Aua, oh, fuck, ich hab Kampf. Ich hab Krampf. Digga, Eiper, die Luft ist verloren. Scheiße, It's Mikiara, Kinga, LMS, Scopi, Live, Maximum, Chuan, Sorenius, Maxi, Brutale Hoden, Heinrich, Snake, Silber, Spreads und Mario. Ey, Alter, Quirin, vielen, vielen Dank, Bro. What the fuck, Alter. Ich glaube, jetzt hat wirklich jeder, außer Fixi von hinten, der hat keinen Sub bekommen. Einfach wirklich ein fucking Timeout. Ishii, it, das es muss. Geh mal hoch in den Keller, hoch in den Keller. Hol mal den Tresor, Doppeltresor. Geh mal hoch in den Keller, Junge. Bro, kannst du mal bitte von oben aus dem Keller was holen? Geh mal runter auf den Dachboden. Geh mal runter auf den Dachboden jetzt. Pablo, bitte warte kurz, bis ich dir sage, dass die Luft frei ist. Rein ist. Die Luft ist frei, Digga. Ja, also. Die Luft ist jetzt schon frei. Ich bekomme ständig von einem Trottel Anrufe, weil er neidisch ist auf meinen neuen Lamborghini in der Farbe Philadelphia Doppelrahmstufe. Ja, Digga, der Philadelphia Freestyle. Das ist sogar der mit dem erneuerbaren Strom. Aber ich liebe auch seine Hood-Reports, wo er einfach so tagsüber durch die Hood läuft und so. Ja, man weiß nie. Jeder hat schon mal einen Buddy gecatcht, das könnte jederzeit. Jeder hat schon mal einen Buddy gecatcht, ja, safe, wenn ich. Also, ich hab immer meine Draco dabei, ich werde sie euch hier jetzt nicht zeigen, aber. Wie? Falsche Richtung, ich Arschloch! Ich hab irgendeinen Checkpoint nicht eingesammelt. Oh ja, Gott! Ach, du Schande! Digga! Ja, da bist du rechts dran vorbei. Ist das... Oh, Digga, ist das dumm. Okay, den krieg ich easy. X Games, Mom. Ja. Keine Augentropfen. Als soll ich mir jetzt Augentropfen machen, nur wenn man ein bisschen was im Auge hat? Stress hier auch. Augentropfen machen? Die kauft man doch einfach fertig. Nein, Bro, ich rühme die an. Nimmst 3 Eigelb. Nimmst 3 Eigelb, Digga. Ich hab noch nie gehört, dass man das überhaupt selber machen kann. Das ist wie eine Carbonara. Ganz einfach, 3-4 Zutaten, Bro. Nein. Gut, sie müssen sich darum kümmern, dass wir... Och Mann, wieso ist die Zone nicht eine halbe Sekunde früher fertig, Mann? Ich... Oh, ich hasse es. Now you... Auch mal ruhig sein. Bitte? Auch was meinst du wieder? Ich hab dich nicht verstanden. Du sollst ruhig sein. Juhu. Lava, okay. Ah, fuck, ich hab wieder einen Krampf. Ich hatte letzten Sonntag schon einen Krampf in meinem Oberschenkel. Ich glaube, Jens, du musst aushelfen.
Nee, alles gut. Alles gut. Ich bleib einfach so kurz stehen. Das ist mittlerweile, bin ich schon gewohnt, im Stehen zu streamen. Einfach alles gut. Oh, Jens gegen Easy. Oh, Schütze! Ist das der erste Win? Ja, Junge! Geil! Und das ist der erste Win für Simon! Endlich habe ich es geschafft, Jungs! Und damit haben wir einen Gesamtstand von 1-1-1! Erster Stream von Simon, der auf dem World Trade Center geguckt wird. Alles erreicht im Leben. Und Wutzi, ich kann jetzt tatsächlich auch von mir behaupten, ich habe somit alles erreicht im Leben, wenn meine Scheiße auf dem fucking World Trade Center, also dem neuen World Trade Center in fucking New York City, gewatcht wird, an einem Sonntagmittag, dann habe ich es geschafft, Bro. Grüße gehen raus nach New York City, in den Concrete Jungle, where dreams are made of, there's nothing you can do. Ich habe heute eine wunderschöne Nachricht zu verkünden. An die Dogs, die von euch aktiv und lange schon am Start sind, die erinnern sich vielleicht, dass ich schon mal vor geraumer Zeit, um genau zu sein oder halbwegs genau zu sein, vor etwa 1,5 Jahren hier in den Stream gekommen bin und gesagt habe, Leute, euer Stretcher hat heute in der Kreisliga einfach gescored. Ich hab heute gescored, Digga. Hier ist das Spielfeld, okay? Ich bin hier mal roter Punkt, Rechtsverteidiger. Also Gegner will praktisch einen langen Ball spielen auf den Gegenspieler von mir. Also praktisch den hier links außen. Spielt den Ball so, ich fange den aber ab hier. Zack, abgefangen. Dann ist hier Gegner so ein bisschen Abwehr. Ich so, okay, ich werde jetzt hier nicht ins Dribbling gehen. Wo kann ich hin? Sehe so, hier steht einer. Passt dann so rüber. Dann merke ich so, okay, das ist AJ. Geil. Dann war hier alles voller Gegner gekruschelt. Ich mache hier noch das Tor kurz. Und dann stehe ich hier. AJ macht hier so Faxen mit dem Ball. Ich sage so, und dann guckt er mich so an. Und wir haben hier bei uns vor der Haustür seit 20 Jahren immer gekickt. Ich habe seinen Blick gesehen. Okay, der will mir spielen. Aber ich bin nicht frei. Dann habe ich gesagt, okay, ich laufe jetzt hier im Rücken der Abwehr rein. André macht eine Finte, zieht in die Richtung, steckt ihn hier durch gefühlt 5 Leute unfassbar perfekt den Lauf durch. Ich nehme den Ball hier an, wie Gerd Müller in der Drehung durch 2 durch, stochere das Ding hier irgendwie am Torwart vorbei und dann mache ich, ja, das war so geil. Skilltechnisch eines der besten Tore, die ich hier geschossen habe, von meinen 5, die ich in meinem Leben geschossen habe, aber das war geil. Genau, so viel dazu, cool. Leute. Was für ein Landsmann ist Norris? Engländer. Oder? Engländer. Achso, McLaren, ja, macht Sinn. Es gibt gerade 3 Briten einfach. Hamilton, Norris, wer war nochmal der dritte? Ich glaube, es gibt mehr als 3 Briten. Es gibt 3 Briten. Ich glaube, es sind mindestens 20 auf der Welt. Und jetzt kommt der beste Part. Oh no! Oh. Sollte gerade ein bisschen aus Jokes sein. Ja, chill, Alter. Ja, du Stück Scheiße. Es ist der elfbar Rauchende, der niemand Brauchende, der am Tag Zehntausende Euro Ausgebende. Passt zu dem Kier, ich bin hier. Cheer. Digga. So die Scheiße, Digga. Ey, Leute, warte mal. Leute. Kann ich Gewinnspiel gewinnen? Ey, easy! Easy! Wichtig, dass ich hey, easy! Mal chillig die Nuggets aus dem Ofen raushol. Easy! Meine Chicken Nuggets verbrennen! Jetzt nicht noch länger warten. Ja, okay, wenn es sein muss. Genau das ist dein Freund, Simon. Das ist dein Freund. Genau so ist es. Okay, dann schauen wir es jetzt halt. Bei wem läuft denn genau die Uhrzeit noch das Telefon? Meine Chicken Nuggets verbrennen, Digga! Meine Chicken Nuggets verbrennen! Ich schwör's dir, mein Arzt hat angerufen und gesagt, dass meine Nuggets verbrennen. Mein Arzt hat angerufen. Meine Chicken Nuggets verbrennen. Würde dir was fehlen, wenn du keinen Kater hättest? Ja, oder? Ja, würde ich mir einen Hund holen. Alkohol. Eins von beiden brauche ich. Alkohol. Alkohol. Ja, aber ich würde auf jeden Fall ins Tierheim gehen. Ich bin auch für Pauli auf so eine Seite gegangen. Von Pauli ist eigentlich so aus einem Wurf von so einem Bauernhof aus dem Allgäu, wo der Bauer gesagt hat, hey, wir haben hier zu viele Katzen. Jedes Jahr werden in meinem Stall neue 11 Junge geboren. Ja, dann nehmen wir die Kutschen und überfahren die Dinger. Und da ist es angenehm mit dem Klima. Wunderbar. Schneit es da auch? Nein, es schneit anders. Ja. Hat der gemacht, die Jahre davor. Der hat einfach alle jungen Katzen in einen Sack getan, hat ihn auf den Boden gelegt und hat 3-mal mit dem Spaten draufgeschlagen. Nein, Digga. Und dann hat er diesen Sack einfach genommen und vergraben. Ey, wenn wir nicht GTA spielen würden, so die Polizei wird so Augenblick auf den Stream ein. Sorry. Junge, hab ich den weggehauen. Das war so ehrenlos, es tut mir leid. Ja, diese Musik-Dings. Ey, du lila der Hund! Du lila der Hund, so. Das klang rassistisch. Einfach ein Lila. Ja, Bruder, so, hier ist so ein Schwanz, der heißt
Igelul oder wie der Wichser heißt. Igelul. Wie kommt der nur weggerammt, Digga? Aber Absicht, der fette Wichser. Den, oh, den habe ich vorhin richtig gefinisht, den armen Bruder. Was? Was war das? Die Lunge ist leer. Alter. Junge, so habe ich den hier noch. Der Mio hat jetzt erstmal frei bis Dienstag, jetzt kann er auch schreien. Ey, nee. Ich hasse diese Scheiße. Südmetall oder so. Rheinmetall, genau. Der war's. Auch wild von Hans-Lina Wurst. Seine erste Nachricht ist erstmal Rheinmetall. Hallo Leute, hallo. Hallo. So, Pablo, du kriegst jetzt von mir den Sprechball. Halt, ich hab den Sprechball, Leute, halte die Babben jetzt. Was ich eigentlich schon vor 5 Pablo ist einfach wichtiger als alles andere. Ja, du mal, ich weiß nicht, was ist denn mit dir, Digga? Schnauze, wenn er dich unterbricht, Digga. Pablo hat den Sprechball, habt ihr das nicht gesehen im Stream? Gleich tut sie fix nochmal, was ich sagen will. Alter, ich hab mir gestern nur sowas Leckeres gemacht, ne? Ey, Leute, spielt einer von euch gerade Killing Floor? Ist das gerade dein Herz und so? Geh mal wandern, Bruder. Pass auf, was ich vor 5 Minuten sagen will. Geh mal wandern. Digga. Meine Chicken Nuggets haben. Ey, Jungs, lass Pablo jetzt mal aussprechen. Lass jetzt Pablo mal aussprechen, der Arme. Los, Ruhe. Was ich vor 5 Minuten. Hallo. Was ist denn jetzt? Ich habe meinen Eltern gesagt, sie sollen mir gleich einen Wochenvorrat Easy Stretcher T-Shirts bestellen, damit ich einfach jeden Tag den besten Tag meines Lebens habe. Bestellung ist raus, wünscht mir viel Glück. Alter, so werde ich das auf jeden Fall im nächsten Video als Werbepause einfügen. Die Rennstart Mexiko. Oh, Ricardo kommt gut weg. Verstappen. Es sind 2 Ferraris, Front Row, Verstappen hat Ferrari. Oh! Front. Ja, er ist einfach gerade. Kommentator. Es passiert so viel auf einmal! Alter, kann beide das? Red Bulls sind fast. Oh, ein Red Bull ist raus, wer war das? Perez oder Verstappen? Oh mein Gott! Alter, was passiert hier?